Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu The Walking Dead, die letzte Staffel, die wir gemeinsam hier zocken werden. Und wie immer ist es so, eine Folge geht ungefähr 20 Minuten. Wir gucken mal, wie das aufgebaut ist, das Ganze, ob das so ist wie beim letzten Mal, dass wir da eigentlich immer einen guten Cut bekommen haben. Zum Speicherpunkt, sage ich mal, genau, 15 Minuten, wird wenig gequatscht, alles uncut. Wer die anderen Staffeln nicht gesehen hat, unbedingt gucken, in den Playlists mal ein bisschen stöbern, da findet ihr dann auch die anderen Staffeln. Und ich denke mal, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Ich hoffe, dass es dann von der Lautstärke her geht. Ich gehe noch mal ein bisschen runter. Und ich hatte... Obwohl, das müsste eigentlich doch passen. Und das Gute ist, das ist auf Deutsch. Wir brauchen keinen Untertitel. Ich lasse ihn auch aus. Es ist ja, wie gesagt, Deutsch. Genau, Deutsch, Deutsch. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, wir sehen, es gibt 4 Episoden wieder. Nee, Quatsch. Das sind die einzelnen... Nee, doch. Es sind 4 Episoden. Die erste Episode heißt Genug mit Wegrennen. Folge 1 starten. Und diesmal muss ich nicht alles kaufen. Wie bei der letzten Staffel. Als die Toten wieder aufstanden, war ich klein und allein. Bis ein Mann namens Lee mein Beschützer wurde. Lee beschützte auch andere Leute. Aber er konnte nicht alle retten. Ja, und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie hatten wir uns geschieden, entschieden, Lee rettet Carly, war's, genau. Man kann nie alle retten. Die Lebenden waren so gefährlich wie die Toten. Lily, eine Frau in unserer Gruppe, verlor ihren Vater. Und sie hat es einfach nicht ertragen. Sie tötete, was Lee gerettet hatte. Hä? Es wurde doch keiner... Sie wurde doch nicht erschossen, wer auch immer das jetzt sein sollte. Das war doch der Junge, oder? Korrigiert mich gerne. Aber wir haben sie auf jeden Fall zurückgelassen. Lee ließ sie am Straßenrand zurück. Lee brachte mir bei zu überleben. Er beschützte mich, solange er konnte. Aber er wurde gebissen. Wegen mir. Aber er blieb bis zu seinem Tod mein Lehrer. Oje, wie war denn das? Was hatten wir dann gesagt? Schön die Haare schneiden? Immer in Bewegung bleiben, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Immer in Bewegung bleiben. So viel es geht. Bewegung. Lee konnte nicht überleben. Und er wusste es. Er hatte eine allerletzte Bitte an mich. Das wissen wir. Lee erschießen. Ihn zu erschießen. Und das habe ich. Das war die erste Danach Staffel. Danach traf ich eine andere Gruppe. Kaputte Menschen auf der Flucht vor sich selbst. Eine der Frauen bekam einen kleinen Jungen namens Alvin Jr. AJ. Er überlebte. Seine Mutter nicht. Ich fing an, mich um ihn zu kümmern. Aber Jane ließ AJ im Schnee zurück. Wir dachten, er sei für immer verloren. Kenny flippte völlig aus. Und ohne Lee? Musste ich eine Entscheidung treffen. Wir haben ihn, erschossen. Ich hielt Kenny auf.
gab ihm endlich Frieden. Und das war die... Aber AJ lebte. Jane hatte ihn nur versteckt, um etwas zu beweisen. Das war die zweite Staffel. Nach all dem... Nein, dachte ich trotzdem, dass wir zusammenbleiben sollten. Für AJ. Aber wie alles, war auch das nicht von Dauer. AJ und ich reisten zu einer neuen Grenze. Ich dachte, wir hätten etwas Solides gefunden. Aber ich habe mich wieder geirrt. Sie nahmen mir AJ weg. Ich sei zu jung, um mich um ihn zu kümmern. Also das war jetzt die zweite Staffel, da sind wir in der dritten, oder New Frontier, die neue Grenze. Und da haben wir zugelassen, dass er verschleppt wird. Vielleicht hatten sie ja recht. Ich sagte lebewohl. Später bereute ich es. Ich habe lange gesucht. Und als ich die Hoffnung aufgab, fand ich ihn. Wir suchen jetzt gemeinsam nach einem Ort, den wir Heimat nennen können. AJ hat nur mich. Ich habe nur ihn. Und ich beschütze ihn mit meinem Leben. So wie Lee mich beschützt hat. Ja, und den Teil haben wir noch nicht gesehen. Also wie sie ihn gefunden hat. Und wie immer, unsere Entscheidungen verändern bestimmen den Verlauf des Spiels. Und auch grafisch hat sich das Ganze nochmal ein bisschen aufgewertet. Ist zwar noch so comicartig, aber es wirkt alles ein bisschen grafisch besser, das sei gesagt. Und jetzt halte ich meine Gusche. Viel Spaß. Das, Lavina. Ich tue, als hätten wir Kugeln. Lass es. Es fängt an zu nerven. Nenn mich nicht Lavina. Dafür bin ich zu groß. Wäre dir Kackvogel lieber? Nein. Das ist fies. Du bist ein Kackvogel. Was ist los? AJ? Hunger. Hier, üb lesen. Aber ich will nicht. Das lenkt dich aber von deinem Bauch ab. Ofen, Vorheizen, Rahm und Vanilleschoten in einen Topf geben und aufkochen lassen. Ach, weißt du, lass es lieber. Davon kriegst du nur noch mehr Hunger. Hey, Alvin Junior, ich bin's, Disco Broccoli. Ich hab gehört, dass du mich essen willst. Stimmt das? Willst du mich essen? Clem, ich kann noch kein Spielzeug essen. Och, Mann, das tut mir weh. Mein Bauch tut weh. Frech. Hier, mehr haben wir nicht. Und du? Ist ruhig. Wir finden sicher bald was. Ich glaube dir. Thank you.
Tun wir's? Denk schon. Sieht gut aus. Tun wir's. Wasser brauchen wir auch. Also gut. Suchen wir uns Essen. Nochmal kurz eingrätschen. Wir sehen sogar, dass das Schild auf Deutsch ist. Ja, wir merken, wie gesagt, grafisch wirkt das alles ein bisschen, ja, anders. Aber was mich so ein bisschen stört, dieses nahe, Third Person, also ein bisschen weiter weg wäre mir lieber gewesen, aber es geht nicht anders einzustellen. Das hatte ich schon mal probiert. Und ja, gucken wir uns mal ein wenig um. AJ, bleib zurück. Am Boden. Noch da? Noch da. Keine Bisse. Jetzt gehen wir da rein. Monsterfalle? Keine Falle. Man schaukelt darauf. Zum Spaß. Du setzt dich in den Reifen und jemand schubst an, bis du ganz hoch schaukelst. Oh, das will ich probieren. Wenn wir hier fertig sind. Wer hier mal was angebaut hat, ist längst weg. Was machen wir an einem neuen Ort? Wir lauschen nach Monstern. Und dann? Komm schon, du weißt es. Wir an einem neuen Ort. Wir prüfen die Fenster. Ganz genau. Monster. Gefesselt. Kriegen die uns? Nein, tun sie nicht. Die Fenster sind alle zugenagelt.
Die ist verschlossen. Sicherheitstür. Die ist nicht aufzukriegen. Du hast Hunger, ich weiß. Ich auch. Wir finden bald was. Versprochen. Der ist bestimmt für die Tür. Das klappt nicht. Bitte lasst uns in Frieden. Wir wollten es so. Gift. Haben Sie aufgegeben? Sie wollten die Welt gemeinsam verlassen. Hand in Hand in Ihrem Zuhause. Finden wir ein Zuhause? Mal sehen. Holen wir den Schlüssel? Er ist riskant. Vielleicht finden wir einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Müssen clever sein. Ganz genau. Gut gegessen. Für Ihr letztes Mal. Zu klein zum Durchkrabbeln. Also für mich. Schlüssel oder Fenster? Das steht zur Auswahl. Ganz schön dunkel. Wir sollten die Monster töten. Die sind keine Menschen. Sie waren mal Menschen. Und wollten in Frieden gelassen werden. Was ist besser? Ich hol den Schlüssel. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Denen ging es hier gar nicht schlecht. Können wir hier bleiben? Mal sehen. Niemand ist hier. Es ist nirgendwo jemand. Immer sind es nur Monster. Es gibt nicht mehr viele Leute, Kleiner. Das ist traurig. Wie viele waren es mal? Ganz viele. Nur ein paar. Denk dran. Du weißt schon. Ziel immer auf den Kopf. Ganz genau.
Na komm, suchen wir weiter. Irgendwas Essbares muss es geben. Ich hoffe es. Kein schlechter Schlafplatz. Verdorben. Sorry, Kleiner. Ewig abgelaufen. Verdammt. Ganz genau, Kleiner. Dreckmist. Schau mal. Hier drunter ist was. Tür im Boden? Ja. Wollten wohl was verstecken. So viele Sachen. Ja, echt viel. Damit könnten wir uns wochenlang satt essen. Eine Falle! Monster. Verdammt. Okay, wir müssen zurück zum Auto. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. AJ, anschneiden!
Ja, Leute, und das soll's gewesen sein mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.